RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. So, nun schiebe ich hier mal ein bisschen am Regler. Und da und dort, ja? Das klingt noch nicht optimal. Okay, Lenny, ruhig bleiben. Immer die Kontrolle behalten und optimieren. Mensch, Lenny, alter Hauptbuchse, was geht mit dir ab? Ist ja mal echt der Hit, dass ich dich hier im Tonstudio treffe. Hey, du bist echt unter die Musikmacher gegangen? Quatsch, Alter. Ich habe mich auf eine Stellenanzeige im Berliner Morgenblatt beworben. Hey, ich wusste ja nicht, dass die Zeitung noch drucken. Ich meinte, ich habe mal gehört, dass die Zeitung 1995 eingestampft haben und dafür nur eine Bildzeitung drucken. So sieht's aus, mein Bester. Hast ja mal aufgepasst, wa? Naja, ich hatte vor 4 Wochen ein Gespräch bei meiner Jobvorbereitungsassistentin. Wow, das klingt ja richtig modern, wa? Und was macht die Tante da eigentlich? Das ist genau wie die normale Jobmanagerin vom Amt. Nur heißt die nun nicht mehr Jobmanagerin, sondern eben Jobvorbereitungs- und Vermittlungsassistentin. Ach du meine Güte, erst Jobberater, dann Fallmanager, dann Jobmanager und nun das hier, Mensch, da soll einer mal noch durchblicken, ne? Ja, ging mir ganz genauso. Wie die Tante da, der bei mir angerufen hat, da meinte sie, Frau Künzel, ich bin Ihre neue Jobvorbereitungs- und Vermittlungsassistentin. Ja, da dachte ich erstmal, das ist wieder einer von der GEZ oder so. Aha, naja, hat sich ja wohl rausgestellt, dass das nicht so wahr war. Und die hat dich also sofort vermittelt? Nö, die meinte, ich soll mehr Bewerbungen losjagen, sonst wird die mir die Stütze kürzen. Ja, und da kam die Sache mit dem Berliner Morgenblatt genau richtig. Nun kapiere ich ja nichts mehr. Hey, die ruft dich an und meint, du sollst dich mehr bewerben. Und du erzählst ja was von der Morgenanzeige und die gibt dir hier einen Job? Das klingt ja fast wie Mafia. Ach man, Moat, du Nuss. Würdest du mich mal ausreden lassen und nicht jedes Mal mit einer neuen Frage kommen, würdest du eine solche dumme Frage auch beantwortet bekommen, beziehungsweise ist ja auch egal. Also ein berühmter Mann sagt mal, es gibt keine dummen Fragen, nur komische Antworten. Außerdem habe ich übelsten Zeitdruck. Ich muss um 1400 in der Schenke sein. Werner will einen Polka auf den Tisch tanzen. In Unterwäsche, wenn ich es nicht schaffe, für 1400 in der Schenke zu sein. Eine klassische Wette. Und, was ist dein Einsatz? Wenn du es nicht packst, rennst du wieder mit einem Metallstab durch die Kante? Oder versuchst du wieder ein Zauberkunststück mit dem Kopf durch die Wand? Nee, diesmal nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das klappt ja wohl mal absolutens nicht. Wenn ich es nicht schaffe, vor 1400 in der Schenke zu sein, muss ich 3 Stunden in der Schenke kellnern, nur in Boxershorts. Ihr kommt auf total kranke Ideen, ihr beiden. Was geht denn da eigentlich? Seit 3 Wochen nur wetten und meist verlierst du. Wobei, das ja noch nicht mal so schlimm ist. Ich meine, wer will schon gerne Werner Polka tanzen, in Unterwäsche sehen? Ich auf jeden Fall nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, warum wir immer wetten, du kennst doch die Gysi. Ja, die kleine süße Bedienung aus der Schenke. Die hat echt was auf dem Kasten. Ganz genau, der alte Lustmaus steht voll auf die und ich will dem die Suppe versalzen mit der Aktion. Ach so, und du willst Werner vor ihr bloßstellen, ja? Musst aber aufpassen, nicht, dass das nach hinten losgeht. Ich meine, du bist ja nun mehr auch nicht der Jüngste und so 2 oder 3 Kilo hast du ja auch zugenommen. Mach dir da mal keinen Kopf drüber. So, nun aber erklär mir nochmal, wie das hier nun ist mit der Tante, der Zeitung und dem Studiojob. Erstens ist das kein Job, erstmal nur ein Praktikum und die Tante vom Jobcenter rief an, meinte ich, soll mich mehr bewerben. Also, die rief an, meinte ich, soll mich mehr bewerben und wollte erste Ergebnisse gleich am ersten Tag sehen. Ich nun, keine Zeitung im Haus, also ich schaue im Schrank nach einer aktuellen Zeitung, finde eine alte Ausgabe vom Berliner Morgenblatt. Also hast du da schon was von dem Messi, oder? Moat, bekommst du nur mal auf die Reihe, 2 Minuten deinen Sabbel zu halten, ey. Ich will dir was erklären und das hat nichts mit Messi zu tun, die Zeitung lag halt noch da. Ja, weil ich eben da auf dem Foto auch drauf bin. Wirst du also schon gesucht, wa? Stand es hinten bei den zu verschenken Anzeigen drin, hm? Ich schenk dir gleich was, aber was Blaues, also hör zu. Ich schlag die Zeitung auf, sehe die Stellenanzeige, denke so, ach, da bewirbst du dich. Das ist ja schon eine alte Zeitung, aber na gut, da wird ja keiner mehr einen brauchen oder so. Okay, ich bewerb mich, bekomme vorerst eine Antwort. Ja, nun sitze ich hier als Tonassistent rum, im Praktikum. Chefin meinte, ich soll mal ein wenig mit der Technik vertraut machen. Ach, Wanni, oder? Das ist ja ein klassisches Eigentor. Hast du schon mal ein wenig rumgeübt? Naja, ein paar Regler hier rumgezogen und so, naja, und einen kleinen Mix gemacht. Lass mal hören. Ach, du Scheiße, ey. Komm, Lenny, lass uns hier abhauen, ab in die Schenke. Genau, da können wir uns wenigstens Werner ansehen beim Strippen. Berlin.